unsere Lebenszeit rast dahin. Gerade ist das erste Kind zur Welt gekommen. Der Vater denkt, man könnte eigentlich mal wieder Sex haben. Da ist der Nachwuchs schon volljährig und bricht einem eine Flasche Wodka ins Wohnzimmer. Es geht so schnell. Ja. Die Zeit ist ja relativ, hat Einstein gesagt. Und da hat er recht gehabt. Die Zeit vergeht nämlich langsamer, wenn einem gerade das eigene Kind gemeinsam mit 20 Schulkameraden in die Bude gereiert hat. Da denkt man, wann ist der Albtraum vorbei? Und es dauert ewig. Ja, wissen Sie, wie man jemandem den Begriff Ewigkeit erklären kann? Ewigkeit ist der Zeitraum, den ein Sofa braucht, um nicht mehr nach Kotze zu stinken. Die Zeit verlängert sich, wenn es unangenehm wird. Das ist so blöd. Nicht? Das macht das Leben oft auch so. Das Leben an sich ist ja kurz. Nicht? Man sieht das oft am eigenen Lebenspartner. Wenn man sich den nach 30 Jahren plötzlich mal wieder anschaut, warum auch immer. Ne? Da denkt man da auch oft, denkt man so, oder, oi. So spät schon. Ne? Ja, schauen Sie sich mal an, wofür Sie sich damals entschieden haben. Ne? Und bei manchen war es eine freiwillige Entscheidung. Nicht? Das ist für Außenstehende oft gar nicht nachvollziehbar. Nicht? Das ist, ja, schauen Sie sich mal an. Nicht jetzt, bitte. Nicht jetzt. Es soll ja ein fröhlicher Abend werden. Nicht? Deswegen guckt man sich ja in der Regel irgendwann nicht mehr so richtig an, um fröhlich zu bleiben. Das ist ein Reflex, der hat sich in der Evolution durchgesetzt. Nicht? Aber manchmal passiert es doch. Man geht ins Klo, da sitzt schon einer. Nicht? Und man denkt, Mensch, das sah da bei der Hochzeit noch ganz anders aus. Und das ist, ja, so ist das. Nicht? Wenn man einen potenziellen Geschlechtspartner kennenlernt, denkt man ja nicht daran, dass der irgendwann in ferner Zukunft möglicherweise mal sowas wie Verdauung haben könnte. Nicht? Wir erwarten oft zu viel von unseren Mitmenschen. Und dann sind wir enttäuscht. Man erwartet Großherzigkeit, Weisheit. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich bin da ab von. Ich erwarte nichts mehr. Seitdem geht's mir besser. Ich bin schon froh, wenn die Menschen um mich herum, wenn die mich nicht hauen. Mich nicht anpöbeln oder so. Ist auch nicht selbstverständlich. Ich fahr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und neulich haben mir ein paar 13-Jährige den Sitzplatz weggenommen. Da mich noch angepöbelt. So, ey, du, ist deine Mutter schwul oder was? Nein. Haben Sie über so eine Frage schon? Ich meine, da muss man mal drüber nachdenken. Ist deine Mutter schwul oder was? Ich hatte das bis dahin gar nicht in Betracht gezogen. Das, so eine Frage ist man ja nicht vorbereitet. Nicht? Ist deine Mutter schwul oder was? Es ist nicht so, als würde unsere Jugend heute keine Fragen mehr stellen. Es fehlen uns Erwachsenen nur häufig die Antworten.